Und es geht wieder weiter mit einer Naruto-Chapter-Analyse 621 bis 623. Chapter 621, Hashirama und Madara. Eigentlich passiert nicht wirklich viel in dem Chapter. Es ist halt so, dass Hashirama und Madara gegeneinander gekämpft haben und ich finde, das war absolut übertrieben. Der eine oder andere findet es mit Sicherheit cool, aber nein, ich finde es übertrieben. Erstmal ist es ja so, dass Madara halt das Kyuubi kontrolliert hat, dann hat er das Susanoo benutzt, das Susanoo hat er dann über das Kyuubi gezogen. Finde ich eigentlich auch übertrieben, dass er in der Lage ist, das Biju so lange zu kontrollieren, gleichzeitig Susanoo nutzen und rüberziehen. Und irgendwie denke ich mir da auch so ein bisschen, Susanoo ist ja eigentlich schon etwas, wenn man das berührt, dann tut das ja eigentlich weh. Hätte das den Kyuubi dann nicht auch vielleicht wehgetan und hätte es dann nicht vielleicht die Genjutsu sogar gelöst? Naja, Hashirama kontert dann natürlich mit seinen ganzen Baumkünsten und so alles, aber Madara kann natürlich Bijudama einsetzen, kann das auf sein Schwert machen, kann das Schwert werfen. Dann kommt Hashirama eben mit Kushiose, mit Goju Rashomon. Rashomon kennen wir ja. Ich meine, wir haben es beim ersten Mal mit nur einem Tor gesehen, das war noch im ersten Arc mit Sakon und Ukon. Dann haben wir im zweiten Arc das am Anfang gesehen, da hat Orochimaru 3 eingesetzt und ja, er kann halt 5. Und ehrlich, diese Kunst auch also dreimal zu sehen, mit einem Tor, mit 3 Toren und mit 5 Toren, ist auch schon irgendwo ein bisschen langweilig. Ja, daraufhin hat dann eben Hashirama gesagt, wenn das so weitergeht, wird das ganze Land zerstört werden, also sind sie dann zum Meer hin. Ja, und er wollte immer noch Madara bekehren und er meinte, das kommt halt eben dem Dorf und den Ninja eben nicht zugute, was sie da machen und damit würden sie halt die Brüder und Kameraden missachten und ich denke mir, dieses Brüdergelabert, das nervt mich einfach. Ich meine, warum müssen sie Brüder erwähnen und Kameraden? Ich meine, können sie nicht einfach nur sagen Kameraden oder einfach nur Menschen? Ja, immer dieses Brüdermäßige. Ja, aber wie gesagt, Madara hört ihm halt nicht zu. Dann nutzt halt Hashirama eben Senjutsu. Ich muss halt sagen, das fand ich nicht so, es kam nicht so unerwartet halt. Ich meine, das war irgendwie logisch, weil es heißt Senjutsu und er heißt nun mal mit Nachnamen Senju, ne? Also war das irgendwie klar, dass er das konnte, auch wenn das natürlich ganz anders aussieht und natürlich auch die große Frage ist, was für eine Art von Senjutsu nutzt er da? Naja, dass er dann natürlich diesen riesengroßen Buddha da benutzt mit diesen 1000 Händen, da ist finde ich natürlich super übertrieben. Ja, und bevor die beiden dann eben aufeinander geprallt sind mit ihren Künsten, hat man dann den kleinen Madara und den kleinen Hashirama gesehen und wie die sich halt dann eben kennengelernt haben. Ich muss aber sagen, ich finde das halt ein bisschen blöde, so viel und so lange diesen übertriebenen Kampf, nur um die beiden als klein zu sehen, wie sie dann ihren ersten Satz miteinander austauschen. Ja, und man muss natürlich sagen, Madara sieht als Kind natürlich schon irgendwie cool aus und Hashirama schon wirklich ziemlich uncool. Weiter geht's mit Chapter 622, erreicht. Einerseits finde ich in dem Chapter gut, dass wir hier halt so ein bisschen mehr dieses kriegsmäßige Feeling haben. Weil auch wenn der Vater von Hashirama richtig scheiße wirkt, er sagt halt, es ist Elternliebe, wenn man das Kind zu einem Ninja erzieht und es geht hier nur um Töten und getötet werden und so. Ja, und er sagt dann eben halt, auch wenn ein Kind eben als Ninja gekämpft hat, dann ist es kein Kind mehr, dann zählt es eben als Ninja und als Erwachsener und hat eben seine Ehre bestritten und so. Hashirama sieht das Ganze natürlich anders, denn seine Brüder sind ja alle noch sehr jung, er ist ja der Älteste und ja, da haben wir natürlich auch die erste Sache, die mich halt total stört an dem Chapter. Wir haben immer nur von Hashirama und Tobirama gehört und die anderen Brüder wurden nie erwähnt und ich meine zwei Brüder, ja warum denn nicht? Nein, jetzt hieß es natürlich, er hatte drei Brüder und ja, natürlich, der eine ist halt schon tot, den haben wir nicht mal gesehen. Itama dagegen geht natürlich ein bisschen später dann auch drauf, als sie gegen die Uchiha kämpfen. Ja, und von daher hat man wahrscheinlich auch nie was von denen gehört, aber ich finde das halt irgendwie zu zufällig. Wie groß ist denn die Chance, dass er tatsächlich nur drei Brüder hat und keine Schwestern? Es kann natürlich aber auch möglich sein, dass halt er, also sie alle denselben Vater, vielleicht auch andere Mütter haben, das wäre wahrscheinlich auch das Naheliegendste, weil es ja heißt, dass die meisten Ninja und Bürger, naja, nur so bis 29, 30 Jahre alt werden. So, aber ich finde es trotzdem irgendwie ziemlich unlogisch, auch wenn das Krieg ist und so weiter und so fort, warum kämpfen dann tatsächlich wirklich nur Jungs und Männer? Ich meine, weil so ein kleiner Junge unter 10, der hat ja trotzdem eine geringe Körperkraft, der hat auch nicht so viel Chakra, da könnte man doch genauso gut wenigstens irgendwie so eine 20-jährige Frau kämpfen lassen. Ich denke, da hat man dann irgendwie mehr von. Was ich ebenfalls gut fand, war auch, dass sie halt ihren Vornamen, aber nicht ihren Nachnamen nennen durften, weil, naja, ist halt wegen Konflikt und Krieg und so, ist klar. Und die wussten ja auch erst noch nicht, ob beide Ninja sind, es hätte ja auch nur einer Ninja sein und der andere ein normaler Bürger sein können.
Sie haben es aber dann natürlich bemerkt, Hashirama, daran, dass Madara den Stein halt wie so ein Schuriken geworfen hat. Und Madara hat es natürlich dann bemerkt, indem Hashirama über das Wasser zu der Leiche gelaufen ist. War einer vom Hagoromo-Clan und dieser Clan wird sowieso nie wieder erwähnt. Also von daher verstehe ich nicht mal, warum der überhaupt Namen brauchte. Es ist halt so was Belangloses. Eigentlich so, dass man denkt, oh, ein anderer Clan, geht man denn hier im Rückblick ein bisschen mehr drauf ein? Und ja, eben dann nicht. Und deswegen ist das so eine Info, die braucht keiner. Naja, und dann war halt die nächste Sache, als dann eben der Bruder von Hashirama tot war, hat er ja wieder am Fluss gesessen und dann hat er Madara davon erzählt. Die Unterhaltung der beiden finde ich meistens auch ziemlich albern und wirklich in die Länge gezogen, auch wenn es Kinder sind und so, aber sind ja trotzdem Kriegszeiten. Naja, und die Sache ist halt eben die, dass Madara dann erwähnt, er hatte 4 Brüder. Da haben wir es auch schon wieder. Warum haben die alle immer nur Brüder und keine Schwestern und dann auch so viele halt? Naja. Naja, jedenfalls merkt man halt, dass Hashirama ein großer Träumer ist, weil er würde sich halt wünschen, dass es Frieden gibt und dass keiner mehr getötet wird und dass keiner mehr tötet. Insgesamt ist das Chapter halt okay, aber ja, man hätte statt diese etwas albernen Gespräche zwischen den beiden noch ein bisschen mehr herausholen können. Und zuletzt kommen wir noch zu Chapter 623, ein Ausblick. Es ist halt so, dass Madara und Hashirama eine Zeit lang zusammen trainiert haben. Wie viel Zeit vergangen ist, keine Ahnung, wird halt nicht gesagt. Ich gehe mal davon aus, so ein paar Wochen. Ja, sie reden dann auch darüber, dass sie die Welt ja nur verändern können, indem sie ihre Schwächen und ihre schwachen Künste überwinden und stärker werden, da einem Schwachen ja niemand zuhört. So, als sie dann eines Tages auf so einem großen Felsen sitzen und einen ganzen Wald sehen, sagt eben Hashirama, hier könnte man ein Dorf gründen, ja, und hier könnte man dann auch eine Schule haben, dort könnten Kinder hingehen, damit sie trainiert werden und größer werden und nicht mehr in den Krieg geschickt werden, um getötet zu werden. Das ist ja auch etwas, das war ja halt der Wunsch von Hashirama, dass Kinder halt nicht mehr in den Krieg ziehen und Krieg hin oder her. Deswegen finde ich das ja auch so absurd eben wegen Kakashi, dass er mit 5 Jahren in die Akademie ging, mit 6 wieder rausgelassen wurde, dann mit 6 auch schulen wurde und wirklich auch schon da in den Krieg geschickt wurde und so alles. Weil das ist ja genau das, was Hashirama nicht mehr wollte. Und dass Iruzen dann gesagt hat, ja, ist Krieg und er ist talentiert, machen wir. Ist ja egal, was mein Meister sagt. Aber sonst immer diese Sachen mit, ja, mit Reden und Liebe und Güte und so daherkommen. Naja, schon klar. Also Iruzen ist schon ab und dann ein bisschen heuchlerisch. Dann ist es so, dass Madara angeben will und sagt, dass er im Sehvermögen sicher nicht hinter Hashirama zurückstehen würde. Er fragt halt, wieso er auf seine Augen so stolz ist. Und er sagt, seine Augen sind ja naja. Er sagt das halt nicht weiter, sonst wüsste ja Hashirama, dass er ein Uchiha ist und dann würde die Freundschaft halt auch zerbrechen. Wobei ich so oder so sagen muss, eigentlich waren die wirklich sehr naiv und dämlich. Ich meine, wenn man mal bedenkt, ich meine, sie haben es die ganze Zeit geheim gehalten, dass sie Uchiha und Senju sind und im Ernst, irgendwann hätten sie das sowieso herausgefunden, spätestens wenn sie etwas älter gewesen wären und ja, was wäre dann gewesen? Nun ja, jedenfalls meinte Madara dann, dass sie doch nicht so gut sind, sonst wären seine Brüder nicht alle tot, einen hat er ja noch und so. Und man sieht ein Panel, da sehen seine Augen dann so aus, als ob er kurz davor gewesen wäre, das Sharingan zu aktivieren. Und ich muss halt sagen, meiner Meinung nach hat er das Sharingan auch schon. Weil nur, weil die Uchiha alle Sharingan bekommen, kann man ja nicht sagen, ja, meine Augen sind Sharingan, wenn ich sie noch nicht habe. Es wird aber erst im nächsten Chapter darauf eingegangen und so getan, als ob er sie da bekommen hätte. Dazu natürlich in der nächsten Analyse mehr, aber trotz alledem, ich denke, er hatte sie hier schon. Nun ja, jedenfalls war es dann so, dass sie sich verabschiedet haben. Tobirama hat dann eben Hashirama zu dem Vater gebracht und der hat halt gesagt, ja, Tobirama hat ihn des Öfteren halt beobachtet und sie haben gesehen, dass er sich mit einem Jungen trifft und haben herausgefunden, dass es ein Uchiha ist, der auch schon starke Erwachsene vom Senju-Clan erledigen kann. Finde ich auch maßlos übertrieben, aber gut, es ist ja chakra-technisch die Wiedergeburt und so alles, ist klar. Also hier von den Söhnen halt, also sowohl Hashirama als auch Madara. Wobei ich aber sagen muss, also Madara wurde hier schon als sehr stark dargestellt, aber von Hashirama haben wir hier noch nichts gehört oder sonst was dergleichen. Jedenfalls sagt dann der Vater, ja, er soll halt eben dann Madara verfolgen, herausfinden, was er vorhat und so. Und wenn der Junge was bemerkt, soll er ihn töten. Für Hashirama ist das natürlich unvorstellbar, da er sich ja mit Madara angefreundet hat und er glaubt auch nicht, dass der bösartig wäre und so und er will das eigentlich nicht, aber sonst wird er halt auch als Verräter genannt. Es ist dann so, dass sie sich dann die Steine halt wieder zuwerfen am nächsten Tag und dann hat halt Hashirama geschrieben, eine Falle, geh weg und Madara hat geschrieben, hau ab. Dann wollen beide halt weg und dann tauchen die Väter und die jüngeren Brüder auf und damit ist das Chapter vorbei und ich muss nur sagen, das finde ich auch an der Stelle ein bisschen dämlich. Also ich sage mal so, dass eben der Vater von Hashirama, der hatte das ja bemerkt, wie gesagt, und Tobirama hat ihn ja eben auch die ganze Zeit verfolgt und so alles, also eben sein Bruder. Und dass die das dann dadurch bemerkt haben, okay. Aber im Ernst,
Hat denn Madaras Vater das bemerkt? Hat der ihn beobachtet oder war das da auch der jüngere Bruder? Und dass die dann zufälligerweise erst am selben Tag das herausbekommen haben und am selben Tag das vorhaben, dass sie sich da einmischen und so, das ist dann doch ein bisschen sehr zufällig. Ehrlich gesagt hätte ich dann auch gerne ein bisschen mehr von der Uchiha-Seite mal gesehen, wie so die meisten Uchiha getickt haben und so. Auch vielleicht so im Falle des Sharingan, wie oft das da irgendwie schon vererbbar war oder auch das Mangekyo-Sharingan, wie oft das vorkam. Ja, aber nö, man erfährt ja eigentlich relativ wenig so über die Clans. Es geht ja halt nur ein bisschen um Hashirama und Madara, was ja okay ist, aber man hätte daraus deutlich mehr machen können. Ich finde, man hätte wirklich auch einen ganzen Band so mal von der Zeit mit Hashirama und Madara machen können. So ist es ja quasi nur ein halber Band, weil ja vorher noch die Sache mit Satsuko war und auch mit dem Wiederbeleben von den Kage. Aber gut, jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr denn bis zu diesem Punkt erst einmal wegen der Sache mit Hashirama und Madara? Ist das, was ihr so gesehen habt, okay? Oder sagt ihr auch, es hätte mehr geben können? Was hättet ihr euch so gewünscht? Findet ihr auch, dass Madara übertrieben ist? Glaubt ihr, er hatte seine Sharingan schon vorher oder hatte sie wirklich erst bekommen, als dann dieser emotionale Schub war und er erfahren hat, dass Hashirama ein Senju ist? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.